Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video zusammen mit Karl-Heinz. Und zwar werden wir heute in die Area 51 einbrechen. Die einen oder anderen wissen, was in der Area 51 ist. Da sind nämlich ganz, ganz geheime US-Militär-Flugmaschinen und Fluggerätschaften. Und da wird Karl-Heinz heute einbrechen, denn wir schauen, was es dort gibt. Vielleicht klauen wir das ein oder andere UFO. Wer weiß, was es dort alles gibt. Und ich würde gleich mal sagen, wir steigen mal ein in unserem netten BMW ordentlich schlagen. In unserem netten BMW M3 E46. Geiler Wagen. Passend für Karl-Heinz, irgendwie Gangster. Erinnert mich mal gerade ein bisschen wieder hier an Need for Speed. Das alte gute Need for Speed. Und Leute, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann prügelt jetzt auch gerne auf den Abo-Button. Macht die Glocke natürlich aktiv und lasst auch nochmal gerne auf das Video ein Like da. Ihr dürft auch gerne mal bei Instagram vorbeigucken, weil ich da sehr aktiv bin. Guckt einfach mal vorbei. Immer wieder die aktivsten News dort. Warum ist der BMW M5 da vor mir so langsam fahre, du kleine Wuppeltalerin da vorne? Gleich klaue ich dir den. Du hast einen M5, du musst einen ausfahren. Oh, jetzt gast da an. Ja, so muss das sein, Leute. So muss das sein. Jetzt gast da mal schön an mit dem M5. So, Wetter ist heute gerade nicht so super toll wie sonst immer. Jetzt haut er ab. Ich fahre jetzt hier mal die Pampa rüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon gerade ein bisschen aufgeregt, was wir alles sehen werden. Wir müssen ja mal schauen, wie wir dort am besten einbrechen. Denn wir wissen ja, Area 51, da darfst du nur rein, wenn du auch wirklich einen Ausweis und so weiter dabei hast. Wir könnten mal probieren, wie wir hier reinkommen. Ich kann ja mal so ein bisschen meine Augen spielen lassen. Ja, ich habe ja wunderschöne grüne Augen. Dann lass mal da mal reinfahren und mal probieren, was sich machen lässt hier. Warte mal, so. Gut, sind wir in der Area 51 oder ist ein... So. Dann hupen wir mal an. Hallo. Nein, ich will keine Probleme. Darf ich rein? Hallo? Ich bin Karl-Heinz. Ich arbeite hier. Bin seit 1995. Bin aber seit 1995 hier angestellt. Der kontrolliert gerade das Auto durch. So einfach geht. Darf ich da jetzt rein? Darf ich da jetzt rein oder? Wie sieht es denn aus? Machen Sie bitte das Tor auf. Oh, okay. Also er sagt, ich bin tot. Hä, was? Warum habe ich zwei Stellen? Hallo! Hey! Hey! Nicht draufballern! Meine Güte, das ist ja Endsmith! Der hat die Cops gerufen! Ich hab nicht gewusst, was der von mir wollte. Der hat zuerst so geguckt. Oh mein Gott, ah, Militär schon hinter mir her. Ja, super geil. Oh, Karl-Heinz, das hat ja schon mal super begonnen. Das war mal wieder die absolut beste Idee. Oh, Radlfahrer. Das war mal wieder die absolut beste Idee, dort reinzugehen und einfach mal nachzufragen, ob ich rein darf. Oh, da brauche ich mal meine Hilfe. Warten Sie mal. Aufgepasst, Karl-Heinz, der beste Mechaniker ist hier. Wo brennt's denn? Wo brennt's denn? Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Sie müssen kein ADAC rufen. Ich bin Karl-Heinz, ich kenne mich super aus mit Autos. Warten Sie mal ganz kurz. Hä, warum wollen Sie... Hä, was wollen Sie von mir? Warum sind heute die Leute so asozial? Ich will Ihnen nur helfen! Aua! Ich kriege gleich eins auf Schnauze. Warten Sie mal. Gehen Sie weg. So. Das gibt's doch nicht. Warum sind heute die Leute so asozial zu mir? Das liegt sicher am Wetter. Habe ich recht? So, zeige ich Ihnen mal, wie man so ein Auto repariert. Man nehme einen Kanister mit Benzin und gießt ihn direkt über den Motor drüber. Schön über den warmen, heißen Motor drüber ziehen hier. So, dann gehen wir hier entlang, genau. Dann nochmal hier drüber über sie. So, in etwa, dann würde ich sagen, zündet mal das Ganze mal an hier, oder? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Also ganz schön wegfahren hier. Das ist nicht so toll. Wir schauen mal, ob sich das gebracht hat. Allein, ich bin so stolz auf dich. Warum habe ich jetzt einen Stern bekommen? Ich kann es nicht nachvollziehen, was heute mit den Leuten los ist. Also wirklich. Aber das Auto funktioniert wieder. Gerne doch, immer wieder gerne. Einfach Karl-Heinz anrufen statt ADAC. Ich wollte T-Shirts kaufen. Ja, wisst ihr was? Wir schleichen uns einfach mal ein bisschen weiter rüber, drüben hin. Und zwar, wenn wir da jetzt nicht direkt reinfahren, das war eine blöde Idee, sondern wir fahren hier am besten so ein bisschen runter und beobachten das Ganze mal. So, wir beobachten das mal von hier oben. Was zum Teufel geht da hinten ab? Warte mal ganz kurz. Was zum Teufel ist hier passiert? Karl-Heinz ist auf seinem Weg hierher. Was ist denn da los? Sagen Sie mal. Ach du Kacke, das ist ja mal UFO abgestürzt. Hey, warte mal. Ich schleiche mir mal an beim... Oh mein Gott. Im FBI. Na ihr? Was geht denn ab? Was geht ab? Ja, ein ganz normales UFO abgestürzt. Ja, lassen Sie mal das Kind her. Keiner traut sich hin. Oh. Das sind ja zwei Aliens. Das sind zwei Aliens. Ja, moin. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Warum traut sich da keiner lang? Leute, jetzt kackt euch nicht in die Hoss. Wie, ich soll da nicht hingehen? Hä, warum denn nicht?
Nur zwei nette kleine Aliens. Warten Sie mal. Weil wir müssen da nur ein bisschen drüber stampfen. Die sind tot, oder? Die leben doch. Warum traut ihr euch nicht her? Die leben doch nicht mehr. Herr Alien? Leben sie noch? Oh. Hat sich gerade bewegt. Herr Alien? Hä? Wollen wir hier einen Stern bekommen? Ich will gar nicht wissen, warum. Alien, aufstehen! Das Alien steht nicht auf. Was soll ich denn machen? Ich verstehe nicht. Verstehen Sie das? By the way, darf ich mal einen Panzer ausborgen? Darf ich den mal ausborgen? Ich brauche den nämlich ganz schnell. Ja, ich bringe auf jeden Fall wieder zurück. Ja, ja. Natürlich bringe ich den wieder zurück. Ja, ich muss mir den Gatsche hier. So. Ja, warte, wir haben es ja gleich. Hoppala. So. So. Gut. Erstmal Panzer ausbauen, würde ich sagen. Also, da ist einfach mal ein UFO hier abgestürzt. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber ja, Area 51. Man sieht einfach die komischsten Dinge auf der ganzen Welt. Aber jetzt können wir mal probieren, mit dem Panzer reinzukommen. Weil theoretisch mit dem Panzer soll es doch gehen, dass die uns nicht sehen, oder? Da fährt er ja in einem Jeep. Hallo, Jeepy. Ja, moin. Du glaubst ja, die lassen mich da jetzt rein? Ich kann es mal probieren. Warte mal, ich hup mal. Hallo, Karl-Heinz ist hier. Hallo? Da ist ja niemand. Oh, guck mal, da oben. Ah, jetzt macht er auf. Hallo? Oh, sorry. Ja, ja, ich fahre auch schon zurück. Ich fahre ja schon zurück. Ich fahre doch schon. Kacke. Okay, ich darf schon doch nicht rein. Okay, so blöd sind sie also nicht. Ja, ich hab doch nur geschossen, weil ich wollte, dass jemand herkommt. Das ist geil. So, Leute, folgende Idee jetzt. Und zwar werden wir uns ein bisschen durchgucken und wir werden da irgendwie reinkommen. Und zwar so, dass die nicht merken, dass wir über den Zaun drüber sind. Aber wir müssen schauen, wie wir am besten über den Zaun kommen. Da gibt es ja, glaube ich, die ein oder anderen Möglichkeiten. Wisst ihr was? Wir gehen einfach darüber. Ach, genau. Wir könnten ja da über einen Tunnel drüber. Okay, das ist gerade Militär. Das ist gerade Militärstreife. Warte mal, ich hau mal ein bisschen ab. Wir müssen nur schauen, dass die Militärstreife das nicht sieht. Da kommen wir da locker rüber. In die Area 51. Mit Karl-Heinz zusammen. Dann machen wir das mal schnell. So, Karl-Heinz, schnall dich an. Highspeed! Alter, schaffen wir das wohl darüber? Ich weiß nicht. Oder steht doch unter Panzer von vorhin. So. Oh. Jeho! Oh, geil! Oh. Okay. Aua, scheiße! Oh, das hat wehgetan, Karl-Heinz. Mach schnell. Oh, da kommt ein Düsenjet. Karl-Heinz, da kommt ein Düsenjet. Mach schnell. Holy moly. So, warte mal. Wir fahren da links. Und zwar, wir fahren hier. Da sieht uns, glaube ich, niemand, ne? Ne, das sieht uns nicht mehr. Perfekt. Leute, wir sind drin und keiner checkt's. Wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen ein bisschen schleichen. Schauen, dass uns keiner sieht. Kacke, wir müssen da vorbei oder was? Da vorne steht einer. Da vorne steht einer. Okay, Karl-Heinz, wir müssen jetzt schauen, dass wir den hier irgendwie... Warte mal. Kleine, aber feine Idee gerade. Wartet mal. Warte. Und zwar, Leute, seht ihr das? Ich habe GTA 6. Hinter Ihnen ist GTA 6! Er hat einfach GTA 6 auf den Kopf bekommen. Ja, so macht man das. Oh, kacke, da ist die Ball. Kacke. Und sie auch GTA 6? Ich habe GTA 6 für uns alle. Das möchte ich mir nicht bemerken. Okay, super. Ey, die haben ja gut abgelenkt, würde ich mal sagen. Oh, kacke. Hallo. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, ich darf hier sein. Wissen Sie warum? Ich bring Ihnen GTA 6. Ich darf hier sein, ja? Sie sehen, ich bin ein Experiment aus der Zukunft. Ja? Deshalb bin ich auch hier. Ja, ich muss hier rein. Ja, ganz schnell muss ich hier rein. Ja, ich bin hier zum Kurs. Ja, Dankeschön. Hallo? Grüß Gott, ja, ich bin hier wegen dem Kurs. Wegen dem UFO-Kurs wäre ich hier. Also, irgendwer hat gesagt, da gibt's UFOs. Ja, ich komme aus der Zukunft. Wie Sie sehen können, ich habe GTA 6 in der Hand. Ich komme aus der Zukunft, alles klar. Ja, ich bin ein Projekt der Area 51. Also, irgendwie lernen wir hier nichts. Ist ja irgendwas Geheimes über UFOs oder so? Ich sehe da nur Waffen. Wo sind denn die UFOs? Hallo? Entschuldigen Sie, ich komme aus der Zukunft. Ich wollte wissen, wo die UFOs sind. Ich weiß ja, dass schon UFOs existieren. Wie, draußen parken welche? Sicherlich, ja. Anscheinend ist es gar nicht mal so schlimm, wenn wir das Kind herumlaufen. Denn die Security fragt gar nicht. Wir zeigen einfach GTA 6 her und die sehen, ah, wir kommen aus der Zukunft. Er hat GTA 6. Das gibt's ja doch gar nicht. Das heißt, er muss aus der Zukunft kommen. Das geht nicht anders. Das heißt, wir können jetzt eigentlich rumgucken, wie wir wollen. Und einfach sagen, wir haben GTA 6 in der Hand. Das ist ja richtig geil.
Also was geht ja 6 für sofort? Seht ihr das, was ich sehe? Steht da hinten gerade ernsthaft ein blödes, riesengroßes, unidentifizierbares Flugobjekt? Tatsache. Ach du Kacke. Hoho. Die haben in der Area 50 wirklich UFOs? Oh, warte mal. Ich muss jetzt das ausprobieren, was ich immer schon ausprobieren wollte. Ich will auf so einem UFO landen. Warte mal. So. Egal, Leute. Wir sind da beim UFO. Ich glaub's nicht. Ich bin gerade auf dem UFO gelandet. Na super. Schauen wir mal. Mal da reingucken in so ein UFO. Mal gucken. Hallo. Ich bin's, Karl 1. Ist jemand drin? Also Licht ist an, aber anscheinend ist da keiner drin. Warte mal, ich gehe da wieder runter. Weißt du was, wir könnten theoretisch in das UFO einsteigen und mal abhauen. Oder was würdet ihr davon halten, wenn wir das UFO jetzt da klauen würden? Weißt du was, wir probieren es einfach mal. Vielleicht klauen wir uns jetzt sogar mal ein UFO. Das wäre super, super tolle Idee. Komm Karl-Heinz, hol mal das UFO ab. Nice, Leute, wir klauen uns jetzt ernsthaft ein UFO aus der Area 51. Ich glaub's nicht, Leute. Wir fliegen jetzt ernsthaft ein UFO mit Karl-Heinz hier raus. Oh mein Gott, Leute, wir fliegen einfach mal UFO. Wir klauen UFO aus der Area 51. Wer hätte sich das hier was gedacht? Wir haben Sterne bekommen. Hä? Oh. Oh. Oh, Kacke. Oh mein Gott. Oh. Was ist da los? Sag mal. Fisch. Alter, lass das UFO in Ruhe. Boah, wir fliegen halt schon mit dem UFO weg, Leute. Scheiß die Wand an, die sind hinter meinem UFO her. Ohohohoho, wie das aussieht. Ey, wir werden die Cops los mit dem riesengroßen UFO. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir da jetzt nicht runterfliegen. Das ist gar nicht so einfach zu fliegen, das Teil. Das ist echt nicht einfach zu fliegen, das Ding. Das ist echt schwer. Oh mein Gott, ey, wir sind die Cops losgeworden. Ja, komm, wir fliegen jetzt mal mit dem UFO durch die City, oder? Auf jeden Fall. Und fliegen wir jetzt mal damit durch die City, ich glaub's nicht. UFO-Alarm in Los Santos. Weißt du was? Wir werden mal, wir probieren mal darauf zu landen, auf dem Maze Bank Tower. Da werden wir jetzt mal mit dem UFO drauf landen. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn dort mal ein UFO landet, also das wird Schlagzeilen geben. Wenn das Karl-Heinz schafft, dann wirklich erste Sahne. Okay, Doki, so, wie kriegen wir das Ding jetzt da drauf? Okay, wir landen anscheinend. Okay, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich auf dem Maze Bank Tower. Okay, wir sind gleich drauf. Oh. Ja moin, wir sind einfach mal drauf gelandet auf dem Maze Bank Tower. So muss das sein, Leute. Guck mal, wie fett. Also jetzt sieht man das erstmal. Das Ding nimmt den ganzen Tower ein. So riesig ist dieses UFO. Das ist ja nicht mehr normal. So, können wir da eigentlich drauf hier? Irgendwie aufs UFO? Ich weiß nicht. Ich glaube, da können wir gar nicht drauf. Wir müssen jetzt aber irgendwie runter. Ich hoffe, ich habe einen Fallschirm dabei. Wenn nicht, tut's mir leid. Warte mal. Komm, Karl-Heinz. Karl-Heinz kommt da nicht drüber. Ah, weil das UFO drüber ist. Ach, Kacke. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, Karl-Heinz. Tschüss, UFO. So, UFO 361. Erfolgreich auf der Maze Bank. Ich kann's so immer nicht glauben, dass wir gerade wirklich aus der Area 51 ein richtig fettes UFO geklaut haben. Und wir haben heute sogar einen echten Alien verprügelt. Und damit, liebe Leute, würde ich sagen, war es das für heute mit Karl-Heinz. Das erste Mal wirklich in der Area 51 ein UFO geklaut. Ich kann es kaum glauben. Ich würde sagen, haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, natürlich nicht vergessen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und da würde ich sagen, Tschüssikowski!